Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bioshock. Wir haben uns jetzt ein bisschen rausgeschmissen hier. Wir sind bald gekommen, jetzt kommt Ryan kennengelernt. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Sagt er, warum sollten Sie das für mich tun? Na ja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Was. Bevor wir gehen, kaufen wir dann doch lieber noch ein paar Verbandskasten. Ja doch. Oh. Einiges abbekommen haben. So. Wir haben ja erstmal keine weiteren Gegner mehr zu befürchten, also von Big Daddies. Das war sicher. Haben die Geschütze platziert? Ich kann dir selbst machen, verdammt! Vater. Er lebt noch? Das kann ja nicht sein. Er ist schon passiert. Ich fass das nicht. Das ist echt scheiße von denen. Mann. Läuft. Haben auch alles abgeholt, das ist alles gut. Die Tetzleister. So. Strafe, Subjekt ist tot. Ich hab dich fast nicht mehr wieder gefunden. Feigling. Komm und hol mich! Das wollte ich nicht. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Wir müssen da lang. Ja. Ich werde hier mit irgendeinem Kampf jetzt wieder stattfinden. Hey Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht, Jim. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von den Little Sisters halten soll. Die Little Sisters? Mensch, ist der... Ranch Lurker. Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als sie, müssen sie jeden Vorteil nutzen, den sie bekommen können. Mit Ranch Lurker sind sie im Vorteil, wenn sie ihre Gegner unvorbereitet treffen. Schwer. Bin ich klar, dass sie die Kraft sind, die Rapture zusammenhält? Was? Wirklich? Aber klar. Ryan Industries hat sie so erschaffen, dass sie uns vor Banditen und Terroristen beschützen. Und dabei sind sie so fröhlich. Oh. Schämen klaren Wasser. Scheiße, den haben wir auch noch uns aufmerksam gemacht, als wir vorhin geschossen hatten. Warum versteckst du uns? Ich hab keinen Bock auf dich. Ich häng hier fest! Alter! Zurück, bitte! Ich bin noch nicht fertig!
Ich will nicht ionischen Schrot. Ach, du Heiliger. Okay. Ich hau ab. Ja, ich kann. Ich sehe keinen Weg hier sonst. Ich komm hier nicht weg! Eine Blume für dein Grab. Ey, was war das denn? Was war das denn jetzt gerade? Ich werde an all jeden Ecken und Enden bleibe ich hängen. Was ist denn das? Boah, nee. Fickt euch doch. Echt, was war das denn gerade? Super. Ein verficktes Medipack. Mann. Ich bin hier auch noch, weißt du? Gar nicht so weit weg gewesen. Die Scheiße müssen wir jetzt speichern. Wir haben kaum... Oh, fuck. Super, echt super. Ich freue mich da tierisch drüber. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrpost, dann lass ich dich rein. Gib meine Waffen an, was? Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plastide nicht wegnehmen. Super. Ich muss wahrscheinlich schon hundertprozentig kämpfen. Okay. Das ist auch egal, brauche ich nicht. Was kannst du verleihen? Ist mehr Gesundheit? Weil du es nur besser kannst nur. Nee. Da ist einer keiner in der Nähe. Okay, ich muss so kämpfen. Ich speichere das jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass wir das überleben werden. Autohacker. Das gefällt mir nicht. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ja, ich wusste es. Eine Falle. Weil er ja so vertrauensvoll. Ja, klar. Rein gar nichts. Atlas! Er gehört uns! Uns! Oh, halt! Bitte! Alter! Du wirst Peachy doch nicht die kalte Schulter zeigen! Auf damit! Ah, hier!
Das wollte ich gar nicht. Nee, du bist leiser, weißt du? Oh, kalt. Bitch, friert. Oh! Jetzt darf ich wieder zurück, oder was ist los? Du kommst aus meinem... Du glaubst, du kannst mich austricksen? Alter, was soll ich denn nicht? Wie soll ich das hier schaffen? Ich hab kaum Verbandskästen. Oh Mann, ey. Boah. Das war's. Du wärst Peachy doch nicht die... Ich weiß Bescheid! Boah, wo kommst du denn her? Peachy fährt mit dir Schlitten! Alter, wie soll ich das denn schaffen? Ich... Du kommst aus meinem Sumpf nicht mehr raus! Ich weiß, was du vorhast! Du wirst Peachy doch nicht die kalte Schulter zeigen! Jippe! Was denn grad? Fass sie nicht an, du Monster! Alter! Weg damit! Weg damit! Alter, was soll ich denn hier noch machen? Der ist doch unmenschlich, der Gegner. Ohne Waffen oder sonst irgendwas. Fuck. Dreckiger Bastard! Der Boot wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. Ich krieg meine ganzen Waffen nicht zurück! Was war das für ein unnormaler Kampf? Ich muss meine ganzen Waffen jetzt wieder neu besorgen. Ihr seid ja echt lustig, hey. Gar nichts.
Geld. Was ist das für ein Alarm? Mach mal nicht so einen Alarm, ey! Bin ich froh. Danke, dass ich euch wieder sehen kann. Okay, dann war das Geschütz. Oh, fuck. Mit euch gemacht. Das Polizisten? Sieht das so aus, ne? Also kann man alles schmelzen, wer weiß, vielleicht ist ja für irgendwas gut. Oh, ist das schön, hier kann ich mich wenigstens wieder ein bisschen aufrüsten. Boah, Leute, das müssen wir erstmal speichern. War das ein heftiger Kampf? Was für einer, ey. Ich bin wohl gerade sowas von fertig, ey. Und Atlas hat sich auch nicht gemeldet, ne? So halb durch oder sonst irgendwas. Nö, ne? Der steht wahrscheinlich die ganze Zeit dahinter. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, dann geht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Dankeschön. Wie ein Autohack. Dankeschön. War doch klar. Ein Autohacker wieder dazu. Super. Hat's ja gelohnt. Waffen-Upgrade-Station. Darum haben wir nach dem Upgrade abgeschaltet. Na sowas. Ja, wir nehmen eher die MP, ne? Rückschussverhängerung wäre schon nicht schlecht, ne? Weil er so nach oben... Ah, nehmen wir den. Das ist ein bisschen stabiler. Verbandskasten zum Beispiel. Ich will das jetzt einfach mal alles auftauen, weil wer weiß, was da alles drin liegt. Sicher ist sicher. Du kannst nicht aussteigen. Fontaine
wird dich finden. Nicht nur vor Zerstören. Na, wart mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. Fragen über Fragen. Wir gehen erstmal ganz normal den Weg hier. Ich hab da meine Pistole drin. Ach, hier ist ja gar nichts. Dann ist es doch der richtige Weg. Boah, Leute, ich bin platt, ey. Was ein Kampf. Was ein Krampf, vor allem. Wir gucken erstmal alle Waffen durch. Das kommt nicht drin. Ja, gut. Klappt aber ganz gut. Dann werden wir hier weitergehen und dann speichere ich mal. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder bei BioShock. Bis dann und ciao.